Hallo ihr Kryptorianer, hier ist euer Oliver von der Wesley CryptoVision und heute gibt es mal ein kleines Feedback, was denn dieses Video hier oben für Auswirkungen hatte bis jetzt. Los geht's. Ja, also jetzt möchte ich euch mal Feedback geben bzw. kleine Erinnerungen, worum geht es denn? Es geht um den Familienvater, der jetzt alleine ist mit 5 Kindern im Alter von 2 bis 17 und die alleine durchbringen muss, weil die Mutter mit 38 Jahren oder so verstorben ist. Das ist ein richtig brutaler Schicksalsschlag. So kurz vor Weihnachten ist es einfach schmerzhaft für mich zu fühlen, schmerzhaft gerade für die Kinder. Darum diesen Spendenaufruf, um den Kindern etwas Mut zu machen, etwas Ablenkung in dieser beschwerlichen Zeit. Denn zu Weihnachten sagen alle Liebe, Liebe und dann ist die Mutter nicht mehr da. Also ich glaube, ihr könnt nachvollziehen, worum es hier geht. Und jetzt möchte ich euch ein Feedback geben. 1282 Personen haben dieses Video angeguckt und 35 Personen haben gespendet. Wir haben jetzt über 1020 Euro eingenommen. Und dann bin ich natürlich ein oberfränkischer Stier, der in Baden-Württemberg lebt. Das heißt, ich bin ein sturer Bock. Und darum denke ich mir, rufe ich nochmal auf. Vielleicht von diesen über 1200 Menschen, die dieses Video gesehen haben und haben nicht gespendet. Leute, es geht hier nicht darum, 50 Euro oder 100 Euro zu überweisen. Es sind die kleinen Sachen. Und wenn von diesen 1200, die jetzt vielleicht dieses Video auch noch sehen oder mehr, wenn jeder nur 2 Euro überweist, weil Transaktionsgebühren haben wir ja nicht mehr hier in Deutschland auf den Girokonten, oder 5 Euro, Leute, das gibt so viel Freude und Hoffnung und Unterstützung. Unterstützung für diese Familie und für die Kinder, dass ich denke, das ist machbar, oder? Also wie gesagt, ich rufe einfach nochmal auf. Unten in der Textbeschreibung habe ich nochmal die IBAN-Nummer von unserem Herzmensch Tom Axinger, der in der Nähe von Regensburg wohnt und seit vielen, vielen Jahren Spenden einsammelt, um eben solchen Schicksalsschlägen ein bisschen Hoffnung zu verleihen. Und er hat sich jetzt schon bedankt für die Unterstützung, aber ich denke, wir können noch viel mehr. Wenn ich jetzt sage, dass ich gern hätte in den nächsten 2 Wochen bis zu den Feiertagen, wenn ich sage, 5000 Euro hätte ich gern, ja, dann ist es wirklich so, das meine ich so. Aber darum geht es gar nicht. Es geht wirklich darum, nochmal, Leute, jeder, der gespendet hat, von Herzen danke. Ja, das sind 50 Euro, 30 Euro. 15 Euro, einer hat 50 Cent gespendet, ja, das ist wirklich Kleinvieh macht Mist, Freunde, okay? Unten ist die Kontonummer, gebt euch einen Ruck, schaut mal, was ihr machen könnt oder machen wollt. Denn ich glaube an etwas. Ich glaube an etwas, dass Karma mit uns allen in Verbindung ist. Und ich denke, wenn man ein bisschen Hilfe gibt, bekommt man es doppelt zurück. In irgendeiner Form und irgendeiner Art und Weise. Und das ist ein sehr hoffnungsvoller Gedanke. Darum wünsche ich euch jetzt erstmal weiterhin einen schönen dritten Advent. Ich danke euch für eure Hilfe, die ihr schon geleistet habt und die Hilfe, die noch kommt. Und von Herzen der Wunsch, werdet Zeit, bleibt gesund. Das ist das höchste Gut, das wir haben. Und bis zum nächsten Video.